Bitte was? Gebärdensprache. Was ist, was bedeutet das? Die Frau muss zu mir. Wurst. Keine Ahnung. Die Antwort ist Wurst. Wir haben auch einen Kurs gemacht übrigens. Es geht ja hier auch ein bisschen um unsere Wurst, die Rock'n'Roller Wurst, wie man das Marketing so anlegt, dass es nicht aufdringlich ist. Also unauffällig, unterschwellige Werbung. Ja? Das heißt, ihr könnt jetzt irgendwas erzählen, was gar nichts mit der Wurst zu tun hat. Wichtig, dass die Wurst dabei immer im Fokus ist. Dann brennt sich das beim Konsumenten ein. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Dann, sag ich mal so, unterschwellig. Man bekommt automatisch auch Öfen auf die Füße rauf. Und wenn man auch ein gewisser Hunger da ist und dazu noch die Marke klar sichtbar ist, dann... Und wenn man für jeden Druck kaufen, meistens zusammen sogar Zimmerhund ist. Normalerweise machen wir jetzt eine Pause. Aber nicht heute. Das ist ja, bei übermäßigem Verzehr übrigens wirkt das abführend, steht drauf. Ich weiß, warte mal kurz. Lecker. Runtergeschluckt. So. War doch zu viel. Ich habe die letzte nicht ausgepackt. Mist. Wir werden jetzt eine kleine...